Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Und per WhatsApp schreibt uns jemand: Liebe Isolde, lieber Daniel, es ist so erfrischend, die Sendung Hoffnung um 12 zu hören. Ja, ich kann danken, dass ich meine Schulter wieder bewegen kann. Es ist für mich ein Wunder. Ja, Gott tut Wunder. Und das möchten wir einfach weiter erzählen, dass Gott Wunder tut und dass du Hilfe bei Gott erfährst und dass du einfach nicht aufgibst und immer wieder zu ihm kommen kannst und deine Nöte und Sorgen ihm bringen darfst. Hoffnung um 12. Auch heute wollen wir dich wieder ermutigen. Heute Thema: Alles kann ich durch Christus. Und lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Alles kann ich durch Christus. Das ist nicht etwas, eine Aussage, die ich jetzt einfach formuliert habe, sondern wir finden die in Philipper 4, Vers 13. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Wir bekommen so viel gezeigt in dieser Zeit, was wir nicht können. Wir dürfen nicht in ein Restaurant, wir dürfen das nicht, jenes nicht, da nicht hingehen und so weiter. Wir bekommen so viel gezeigt, was wir nicht können. Ich habe mich auch schon gefragt, in Zeiten, wo wir das alles noch durften, haben wir manches, was wir jetzt nicht können, auch nicht gemacht. Aber jetzt, wo es auf einmal nicht möglich ist, jetzt würden wir gerne. Haben wir das auch getan? Haben wir solche Sachen wirklich auch getan, als es noch ging? Die Welt schränkt so ein, aber Jesus führt in die Freiheit. Und wenn ich da nochmal am Anfang gehen darf, alles kann ich durch Christus. Es ist eine ganz andere Ebene. Aus der Gemeinschaft heraus mit Jesus erfährst du, was du alles kannst. Du kannst zum Beispiel Bibel lesen, du kannst ein Buch lesen, du kannst mal richtig Zeit nehmen im Gebet. All die Dinge, die du vielleicht vorher nicht konntest und geheißen hat, ich habe überhaupt keine Zeit. Wenn ich Zeit hätte, ich würde so gerne. Jetzt hast du Zeit. Nütze sie. Nütze sie für die Dinge, die du sonst nicht tun kannst, weil du keine Zeit hast. Nütze sie als eine Gelegenheit, das zu tun, was du sonst nicht konntest. Und gebrauche auch dieses Wort: Alles kann ich durch Christus. Und da ist ein ganz großer Blumenstrauß. Lass ihn dir zeigen. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du jetzt wunderbar jedem Einzelnen zeigst, wo Dinge sind, die er kann durch dich. Und Herr, es gibt so viel, die wir auch in den guten Zeiten, wo wir noch alles durften, Herr, auch nicht gemacht haben. Und ich danke dir dafür, dass du uns diese Dinge zeigst, die wir jetzt tun können. Und Herr, es ist so vieles in dir und du sagst sogar alles, können wir in dir, weil du uns die Kraft schenkst. Und Herr, das ist eine andere Ebene, wie draußen herumlaufen oder ins Restaurant zu gehen oder in Ferien zu gehen. Herr, du hast so viel bereitgestellt, was wir gar nicht nutzen. Und lass uns diese Gelegenheit nutzen, Herr, Neues zu entdecken, was wir können durch deine Kraft. Amen. Sehr viele Menschen haben uns geschrieben, wegen Krebs zu beten. Zum Beispiel: Bitte betet für meinen Sohn, er hat Hodenkrebs. Und eine Frau: Ich bitte um Gebet für meine Tochter, die Gebärmutterhalskrebs hat. Und weiter: Liebes Gebetsteam, ich bitte um Gebet für meine Freundin, sie hat seit 30 Jahren Lymphknotenkrebs. Bitte beten Sie um Heilung und dass auch die geschädigte Lunge wieder geheilt und hergestellt ist. Vielen, vielen Dank für Ihre Gebete. Und Gottes Segen für euch alle. Und noch viele mehr haben geschrieben wegen Krebs. Und für all diese möchte ich jetzt beten. Jesus, ich danke dir, dass deine Kraft größer ist wie jeder Krebs. Und ich danke dir, dass du jede einzelne Person kennst, die geschrieben hat wegen Krebs. Und ich danke dir, dass du eingreifst, dass jede Zelle von diesem Krebs
vertrocknet und wirkungslos ist im Namen Jesu. Und ich danke dir, dass du jeden Krebs besiegt hast. Danke, Jesus, dass du diesen Menschen ganz nahe bist, die auch Schmerzen haben und die nicht mehr weiter wissen. Und ich danke dir, dass du eingreifst und dass jeder Krebs verschwindet durch dein Blut, durch dein vergossenes Blut. Danke, Jesus. Und auch bei dieser einen Frau, die Lunge, die da geschädigt ist, ich danke dir, dass du auch diese Lunge berührst. All diese Organe, die durch diese Krebserkrankungen geschädigt sind, danke, Jesus, dass du auch all die Organe anrührst und wiederherstellst und dass der ganze Körper wieder in Ordnung kommt. Danke, Jesus, für dein Eingreifen, für deine Macht, für deine Kraft und für deine Stärke und für deine Liebe. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und alle Gebetsanliegen, die wir nicht vorlesen können, aus verschiedensten Bereichen, für die möchte ich heute auch beten. Zum Beispiel Menschen, die OP vor sich haben, Entmutigung und Ängste haben, Schmerzen haben, Schlafstörungen, Finanzen, all diese Dinge. Jesus, und ich danke dir für all die Menschen, die uns geschrieben haben, die bei dir Trost, Hoffnung und Hilfe suchen, und wir können es nur weiterleiten. Und ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst bei jedem Einzelnen. Du kennst jede Person, jede Sorge, jede Not, jede Erkrankung und alles, was da an Sorgen herangetragen wurde. Ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst, dass du jedem ganz nahe bist, dass du jeden kennst und jeden verstehst und jeden berührst. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Amen. Amen. Und lass uns dein Gebetsanliegen wissen, wenn du eines hast. Die Infos sind eingeblendet und auch am Telefon. Ja, und per E-Mail kam folgende Bitte um Gebet. Seit vielen Jahren habe ich durch Wirbelbrüche starke Rückenschmerzen, die sich vor einem Jahr durch einen Sturz so sehr verschlimmert haben, dass ich mich ohne Schmerzmittel und Gehhilfen nicht mehr bewegen kann. Ich bitte euch sehr, mir mit euren Gebeten zu helfen. Ja, wir glauben, dass Gott Gebete hört. Danke, Herr. Danke, dass wir jetzt auch für diese Situation beten dürfen. Herr, mit den ganzen wirbelnden Brüchen und Herr, danke, Herr, dass die ganze kaputte Wirbelsäule. Und Herr, wir rufen wirklich deinen Schöpfungszustand hinein in diese Wirbel, neue Wirbel, die sich bilden, Herr, was medizinisch unmöglich ist, Herr. Dir ist alles möglich, Herr. Du bist der Schöpfer und ich danke dir, Herr, dass die ganzen Nerven und Kanäle, Wirbelkanäle und alles, Herr, wir wieder in neuen Existenz rufen dürfen, in schmerzfreien, komplett neues Herr hervorrufen, Herr, und ein neues Lebensgefühl diesem Menschen. Ich danke dir dafür, Herr, dass du dieses Wunder tun kannst und wir glauben es, dass du es tust. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt uns Folgendes. Ich bitte um Gebet für meinen Schwager. Er hat große Probleme mit dem Herzen und war auch deshalb im Krankenhaus. Ich bitte um Heilung seines Herzens. Danke, dass ihr dabei helft, mein Anliegen vor Gott zu bringen und mich ermuntert, auf Gottes Liebe und Kraft zu vertrauen. Ja, da wollen wir jetzt auch dafür beten und auch alle können sich einklinken, die Herzprobleme haben. Gott ist nicht nur ein Gott, der Einzelne heilt, sondern die, die auf ihn vertrauen, heißt es in der Bibel. Und da wollen wir jetzt beten. Danke, Herr, dass du jetzt auch der Herr bist über dieses Herzproblem, Herr. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, dass du der Heiler bist. Herr, auch all denen, die sich jetzt mit einklinken. Ich danke dir dafür, dass du der Heiler bist dieses Herzens. Wir rufen hier normalen Zustand herbei, Herr, aus deinem Herr, himmlischen Reichtum, aus dem, was du getan hast. Herr, als du gesagt hast, es ist vollbracht, ist das auch geschehen für Heilung. Ich danke dir, Herr, dass wir Heilung in die Herzen hineinrufen dürfen und Herr, deine göttliche Schöpfernatur. Herr, ich danke dir dafür. Danke, Herr. Amen. Amen. Ja, und Gott heilt und er greift ein in die verschiedensten Lebensumstände. Und er schreibt uns aus der Schweiz, jemand, danke für euer Gebet, Gott hat geheilt.
Die Dermatologin hat bestätigt, der schwarze Hautkrebs am linken Ohrläppchen von meinem Mann ist weg. Danke, Jesus. Wie wunderbar. Eine weitere Gebetserhörung. Gott hat in meinem Leben gewirkt. Eine rechtliche Angelegenheit hat mich monatelang belastet und auch gesundheitlich beeinträchtigt. Kein Ende, keine Klärung war absehbar. Nach vielen Gebeten und im festen Glauben, dass Gott auch dafür eine gerechte Lösung hat, kam sie plötzlich. Welch ein Segen. Danke Gott. Ja, das kann man verstehen, dass man da dankbar ist. Und ein Kinderwunsch wurde erfüllt. Seit 16 Jahren wünschen wir uns Kinder. In der Gebetsnacht an Karfreitag 2016 hat Daniel Müller für uns gebetet und uns gesagt, dass wir in circa einem Jahr einen Strahlemann im Arm haben werden. Im Mai 2017 wurde er geboren. Dank sei Gott. Wie schön. Und da hat jemand einen super Abschluss gemacht. Anfang des vorigen Jahres baten wir um Gebete für unsere Tochter, die vor einem Bachelorabschluss stand. Es gab viele Hindernisse, sodass es zwischendurch aussah, als könnte sie den Abschluss nicht erreichen. Im Juni hatten sie dann einen der drei besten Abschlüsse. Wir danken Ihnen herzlich für Ihr unterstützendes Mitbeten. Danke auch für das Magazin mit den klaren Botschaften. Und noch ein letztes, eine Frau erfährt Hilfe. Ich hatte euch ein Gebetsanliegen gesandt und erfuhr sofort Hilfe. Meine Situation ist komplett verändert. Ich habe schon öfter Gebetsanliegen an euch geschickt. Immer bekam ich Hilfe. Ich bekam eine neue Wohnung, einen Aushilfsjob, neue Kontakte und gesundheitlich bin ich wieder völlig hergestellt. Unserem Gott die Ehre. Ja, unserem Gott wirklich die Ehre für das, was er tut. Das freut mich mal wieder. Diese Vielfältigkeit und dieses Vertrauen zu Gott. Habe auch dieses Vertrauen. Und wenn du etwas erlebt hast, lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Schreib uns deinen Text. Schreib uns, was du erlebt hast. Wir geben es gerne weiter. Und nun der Tipp des Tages. Ja, mit Gott kann ich alles tun, der mir Kraft schenkt. Überleg mal, was du noch nicht tun konntest mit Gott. Überleg mal und bete darüber. Gott wird dir die Kraft schenken. Berichte uns, was du da tun konntest. Schick uns einfach dein Anliegen. Wir beten gerne für dich. Und auch heute am Telefon bis 13 Uhr. Ja, jetzt ist schon wieder bald Sonntag und am Sonntag 10 Uhr lade ich dich ein zu unserem Livestream oder auf YouTube. Und wenn du abonniert hast, den YouTube-Kanal, wirst du auch daran erinnert. Und dann noch was Wunderbares, unser neues Magazin ist da. Schau mal rein. Kennst du schon unser kostenloses Magazin? Mit hilfreichen Artikeln für dein Leben und vielem mehr. Lass dich jeden Monat neu inspirieren. Und wenn du das Magazin zum ersten Mal bestellst, erhältst du das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich hier die Bestellkarte ausfüllen und kostenlos mitnehmen. Wir verabschieden uns und wünschen dir ein gesegnetes Wochenende. Alles Gute und Gottes Segen. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.